Hallo, schön euch zu sehen, beziehungsweise schön, dass ihr uns seht. Mein Name ist Thomas. Und ich bin Evi. Wir zeigen euch heute eine Kombination für Fortgeschrittene mit... Mit einer Änderung der Umarmung vom Engen zum Offenen, vom Offenen zu Engen wieder, weil die sind die schönsten Momente, wie ihr wisst. Wir zeigen euch einmal, worum es geht. Und das war's auch schon. Von der Struktur her nicht besonders schwierig. Wir beginnen in der engen Umarmung und wechseln ins gekreuzte System, führen unsere Partnerin in das Vorwärtskreuz, wobei wir öffnen. Wir führen sie in einen ersten Planeo, haben eine Parada, kommen an, Passada und nach dem Vorwärtsschritt die nächste Parada. Mit dem Rüberführen drehen wir uns und wechseln zurück in die geschlossene Tanzhaltung. Die interessante Frage ist, wie wechseln wir von offen zu eng und von eng zu offen? Und das hat sehr viel mit der Umarmung zu tun. Hier geht mein rechter Arm ganz um den Körper von Evi. Im Kreuz nehme ich meine Hand hier an ihre Seite und führe sie von mir weg. Nach dieser Parada hier löse ich meine rechte Hand aus dem Rücken von Evi und fange an, um sie herumzugleiten. Und lasse dann den Arm um ihren Rücken, sodass wir hier in der geschlossenen Umarmung wieder ankommen können. Natürlich wissen wir als Vorgänger, wir spiegeln, wenn wir natürlich wollen, das ist auch immer vorgegeben, wir spiegeln immer die Positionierung des Armen, des Führenden, so hier um die Seite, heißt es die voll offene Umarmung, aber es gibt ganz, ganz ein großer, langer Weg bis zur komplett engen Umarmung. Und dabei bleiben wir sensibel und sehen, was er vorschlägt. Und wir nehmen es ein oder auch nicht. Ne? Wenn ihr diese Bewegung gefunden habt und noch Lust habt, etwas dran zu hängen, dann könnt ihr in diesem Moment hier in eine Colgada führen und zurücköffnen in die offene Umarmung. Auflösen und dann entscheiden, ob ihr eng, offen, halboffen oder wie auch immer weiter tanzen wollt. Und noch einmal die ganze Bewegung. Das gefällt mir, das ist schön. Ja, und es hat viele Momente, wo man schöne Pausen und intensive Stoppen machen kann. So spielt beliebig und je nach Musik. Ist ein schöner Atem drin. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Üben. Ciao. Tschüss.